alle auf mich zu nehmen. Mit Erfolg tatsächlich. Na, nicht alle mit Erfolg, aber ein paar. Jetzt kämpft doch da oben der Bogenmensch. Meine Güte. So, alle Mann auf mich ziehen. Ist noch einer. Detor! Bam! Okay, die kriegen kaum Damage. Das ist auch gut. Der hat gar kein Damage. Das ist noch besser. Bam! Und wupp. So. Gucken wir mal. Noch 2 Minuten 40. Oh Mann, es sind wieder sehr viele. Hey, mach hinne, Magie-Explosion, mach hinne. Ich muss hier rein. Ich muss irgendwie alle auf mich nehmen. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf einmal alle annehmen muss. Aber ich muss auf jeden Fall alle holen. Hui, ja. Okay, ich mache recht viel Schaden. Bam. So, jetzt bleiben wir nochmal kurz stehen hier und Explosion. So, nochmal. Zack. Ich versuch's auf mich zu nehmen, um den hier zu entlasten. Ach, wisst ihr was? Der wird so weggehauen. Okay, noch eine Minute 46. Noch eine Minute 40. Bin mal gespannt. Bin echt mal jetzt gespannt. Mal. Full life, full life. Nice, sehr gut. Kommt noch eine Welle, da kommt noch eine ganze Welle. Bam. So, ich muss wieder. Oh, boah, da kommen noch mehr. Also einmal. Hier noch Explosion. Bam, jetzt habe ich sie alle. Oder so gut wie alle. Ich versuche so oft zu explodieren wie möglich, kann man sagen. So, ich muss hier jemand anvisieren, damit ich sehe, wie viel HP die noch haben. Okay, wie viel HP habt ihr noch? Aha, es geht ja voll klar. So, und bumm. Komm, wir schlagen noch einmal eine Explosion. Zack. Ah, bam und patsch. Kaputt sind die hier. Und noch 30 Sekunden. Ich glaube. Dann sind wir hier fertig. Glaube ich mal. Hoffe ich mal. Und wenn ja, sind wir endlich Beschwörer. Dann kaufen wir uns auch direkt die neuen Fähigkeiten in Uruga. Richtig geil, dass wir schon Level 60 sind. Nach der kurzen Zeit. Wow. Das ging recht schnell. So, ich hoffe, jetzt steht das Success und nicht Failure. Komm, bitte Success. Success! Yes! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Freunde! Yes! Wir haben es geschafft! Wir müssten jetzt gleich nach Rummen kommen! Und dann sofort, ja, abgeben. Dann müssten wir schon Beschwörer sein. Ich hoffe natürlich, dass wir direkt Beschwörer sind. Jetzt müssten wir nur noch in 30 Sekunden sind wir draußen und wir sehen uns dann nach diesem Cut wieder in Rummen. So, wir sind wieder in Rummen angekommen. Werden uns jetzt mal FPS-Drops in Richtung Rumänus begeben. Werden dort die wunderschöne Quest von ihm abgeben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Komm, blinke! Mach! Werde Beschwörer, mein Freund! Ich gehe, stab und wumm, wir sind Beschwörer, Freunde. Dankeschön. Wir sind Beschwörer. Yes, 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 Freunde. Wir sind Beschwörer, haben es geschafft.
Yes. So, jetzt mega geil Beschwörer. Jetzt erstmal unsere neuen Fähigkeiten besorgen. Doch erstmal Stab anziehen. Nach Uruga. Bin echt gespannt, ob ich jetzt hier mein Zeug kann ich hier erlernen. Ich habe ja auch schon die ersten Quests. Also geil, wir haben hier schon die Hühner, wir haben die Kristalle. Jetzt, boah, hier leckt das so ein klein wenig. Ja, ich weiß. Man, hier ist so viel los, Freunde. Boah, also, wenn es leckt, das liegt daran, es ist einfach hier so abartig viel los auf Izel. Aber wir sind Beschwörer. Diesen Titel geben wir uns mal direkt, würde ich sagen. Wo ist er denn? Wo ist er? Beschwörer. Zack, da ist er. Jetzt weiß auch jeder, dass wir die Prüfung geschafft haben. Yes, yes, yes. Ich bin so froh, dass wir die jetzt haben. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder einkaufen gehen. Und hier seht ihr mal die paar Fähigkeiten. Seht ihr hier noch ein paar Fähigkeiten? Hier, Geisterzug. Da, darauf habe ich mich auch gefreut. Und hier drauf, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Auf die Nova. Habe ich mich richtig gefreut. Jetzt haben wir hier Geisterzug und Nova. Jetzt müssen wir das erstmal hochsetzen. Das Aufsammeln setzen wir hoch. Alles hier eins nach. Alles eins nach vorne. Jetzt ein bisschen sortieren. So, das alles nach vorne. Oh shit, die haben ja die ganzen Skillpunkte runtergezogen. Dann erstmal Geistentzug und Frostnova. Dann hier auf Deto kommt das hier und das hier. Deto kriegt gleich 10 Punkte, weil ja. Speed und Schaden ist sehr, sehr nutzlos, wollte ich schon sagen. Sehr, sehr nützlich. Hier auch 5 Punkte. Auf was kann ich noch setzen? Ich weiß nicht. Was hat ein Geistentzug für eine Abendklingzeit? 1 Minute 30. Da werde ich hier auch so ein bisschen hier draufsetzen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist hier. Feuerball, da kommt schön Stärke drauf. Ein bisschen Abklingzeit. Hier kommt auch Effektdauer kommt hier drauf. 2 Stück. Und die restlichen 3 gehen hier auf Cooldown. Wir sind endlich Beschwörer, Freunde. Endlich sind wir Beschwörer. Puh. Aber wir haben noch Skillpunkte und das geht voll auf Intier. 73 Endpunkte. Jetzt ist Schluss mit witzig. Jetzt legen wir richtig los. Ich kann euch gleich mal die Nova vorführen. Wenn wir denn in einer ruhigeren Region sind. Na, laufen wir mal an den Port. Und irgendwo nach Elde oder sowas. Elde? Ja, mal schauen. Ich denke nach Elderine. Und dann Mondscheingrab, damit ich euch mal ganz kurz die Nova vorführen kann. So, wir sind schon auf dem Weg dorthin. Per Automove geht's Richtung Mondscheingrab. Juhu. So, schreiben wir mal schnell da hinein. Super. Super Level 60 Beschwörer, sauber. Mit Nova. Geistentzug. Geil. Richtig geil. So, Automove abbrechen bitte. Hab gesagt, abbrechen bitte. So, jetzt kann ich euch den mal vorführen. Mondscheingrab. Zack. Habe ich da ernsthaft noch Quests? Nein. Gut. Und ja, ich habe mir im Stream übrigens noch ein Esel gekauft. Na, habe ich noch richtig geschrieben? Ja. So, ich führe euch mal hier die Nova vor. Hier seht ihr schon mal, Kreis und jetzt. Ha, wumm. Ist das geil?
Das können wir jetzt machen. Dann kann ich euch am wilden Imp noch was zeigen, und zwar den hier. Bruh. Und wumm. So. Jetzt habe ich mal zwei neue Fähigkeiten von mir vorgeführt, Freunde. Das war's für diese Level, für die Level-Abfolge. Ja, für die Abprüfung zum Beschwörer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Ein Abo, wenn ich euch überzeugen konnte. Mit Kanal, mit Projekten, mit mir selbst und alles drum und dran. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ciao, ciao zusammen.